Habe ich das gerade richtig gesehen? Das Clashfest ist vorbei. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich habe mich jetzt wirklich gerade ein bisschen gewundert beim Starten, denn ich habe heute schon oft gestartet. Kleine Erinnerung an euch, holt euch die ganzen Sachen aus dem Pass. Wollte gerade sagen, rechtzeitig ab, beziehungsweise macht rechtzeitig damit Sinnvolles, bevor ihr dann am Tagesende, beziehungsweise am Samstagmorgen die große Überraschung, jetzt habe ich hier nur wieder Gems bekommen für meine Goldruhen oder was auch immer, so wie es mir leider sehr, sehr häufig passiert. Aber ich bin heute durch alle Accounts gegangen, habe alle Accounts nochmal durch das Event hier, geprügelt. Und zwar durch die Errungenschaft hier, durch die Herausforderung geprügelt. Wollte eigentlich noch ein Rathaus 12 angestoßen haben, weil es im Moment ja so billig ist. Ne? Weil es im Moment so billig ist, bin jetzt angekommen beim Avatar. Der hat auch jetzt alle Bauarbeiter am Start. Also vergesst nicht, ich habe hier selber noch 8 Sachen abzuholen. Und die ich allerdings sinnvoll ausgeben wollte, denn immer nur die Gems dafür nehmen, ist auch doof. Wir boosten also die Sammler, so mache ich das eigentlich immer. Dann gucke ich immer, was ich gebrauchen kann. Und hole es mir erstmal nach. Ja, aber einige Sachen kann ich zum Beispiel heute Abend noch ganz gut gebrauchen. Die hier muss ich erstmal leer machen. Hatte ich eigentlich eben schon gemacht, obwohl 70.000. Ich habe eben was ausgegeben. Ah, stimmt. Und zwar, die waren ja mit Elex. Was habe ich denn gemacht? Ich habe, glaube ich, den King gelevelt, ein Level. Und ich habe den Warden ein Level gelevelt. Damit ich das Dunkle auch rauskriege, dann würde ich sagen, wir nehmen mal die dunkle Rune. Warte mal, kann ich mir was nachkaufen hier? Oh, ein Heldenbuch. Oh, ein Heldenbuch. Nice. Okay, kann ich mir nachkaufen. Wie ich mich freue, ne? Wie ich mich doch einfach so darüber freue. So, dann machen wir uns den Pott hier voll. Den muss ich auch noch leveln. Ist auch eigentlich doof. Aber ich hab auch kein Baubuch mehr, was ich mir im Moment ziehen könnte. Nur Hammer des Kampfes und des Zaubers, die wollte ich eigentlich, mal sehen, hole ich mir sicherlich, den kann ich mir in jedem Fall holen, aber den des Zaubers brauche ich nicht mehr und 3 Tage, okay, mein Gott, 50.000 weniger, obwohl das nicht schlecht ist, ne, 300.000 und damit können wir dann aber den King nochmal verbessern, Barbarenkönig auf, ich finde die Helden gehen eigentlich ganz schnell von 13 auf 14, das, was sich da ein bisschen hinzieht, muss ich sagen, kriegen wir eigentlich noch was hin? Oh, wir würden den auch hinkriegen, 6 Tage. Eieiei, okay. Wo kriege ich denn jetzt noch so schnell ein Heldenbuch her? Habe ich schon abgeholt, Clanspiel, alles schon weg. Mist, alles, echt, habe ich echt alles ausgegeben, ey. Ach, ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Was ist denn hier eigentlich im Shop noch für mich? Auch kein Heldenbuch. Aber ein Unibuch, 9 Euro. Nein, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Ich brauche ja noch ein bisschen Dunkles für dunkle Truppen. Aber was dann wieder so fürchterlich lange dauert, ist natürlich die ganze Pet-Levelei hier. Also erstmal die Helden auf 80 ist kein Thema. Aber, oder auf 85 ist kein Thema. Warte mal, 80. Auf 80 ist kein Thema. Und auch der Warden ist kein Thema auf 55 dann. Aber der Rest hier ist dann doch schon ein bisschen schwierig und wie gesagt, ab und zu mal in den Pass reingehen. Ich kann heute Abend noch, so dann kann ich mir die abholen, ich kann heute Abend noch in jedem Fall den Machttrank nehmen. Ich kann den Heldentrank heute Abend noch nehmen, also heute Abend, mit heute Abend meine ich im Clankrieg. Und ja, dann können wir eigentlich mal einen Angriff machen. Ne? Was haben wir hier? Naja, komische Geschichte, aber machen wir ein bisschen Clash of Clans. Also nicht vergessen, holt euch den Pass ab. Freundliche Erinnerung, aber das kommt auch eigentlich immer von Supercell. Wundert mich eigentlich, dass es jetzt noch gar nicht so gekommen ist. Obwohl ja ein Update-Hinweis kam, gehe ich aber gleich in der kurzen Kampfpause mal drauf ein. Und was habe ich denn eigentlich? Okay. Oh, schade, der hatte so viel. Ich wollte gerade sagen, der hatte so viel Dunkles, aber im Moment werde ich sowieso nicht los. Beziehungsweise ich kriege jetzt kein Heldenbuch mehr irgendwo hergemummelt. Und man kann ja immer noch nicht traden hier untereinander. Sehr, sehr schade. Also auch sowas, so ein Markt würde hier dieses Spiel beleben. Ja, tausche Bauarbeitertrank gegen Ressourcentrank zum Beispiel oder so.
oder was weiß ich, zwei Ressourcentränke für einen Bauarbeitertrank oder aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay, der hat ein bisschen Elex vor uns, den können wir mitnehmen. Das Gold brauchen wir im Moment nicht ganz so hart und wo ist der Adler, da ist der Adler. Machen wir so, wir nehmen, ja, ich habe jetzt ein bisschen die nicht ganz richtige Clanburg dabei. Okay, da haben wir schon mal einen Tesla. Haben wir hier auch noch welche? Ne, da haben wir keine, perfekt. Können wir hier ein bisschen clearen. Und auch da dieses Kasernchen wegmachen, würde ich sagen. So, einmal Wut geworfen und auch den Mauerbrecher da mit Wut rein. Ist zwar nie so gut, da die Mauerbrecher hier mit Wut reinrennen zu lassen, aber wenn es funktioniert, funktioniert es. Ja, wir wollen ja nur den Adler haben. Und allerdings, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt schon ein bisschen spät hier gesetzt, ne? Oh, oh, oh. Weg da. Weg von meinen Heilern. So, wir könnten aber hier mal mit unserem King vielleicht reingehen. Mal sehen, ob der da rein will. Jo, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und die habe ich jetzt immer noch nicht gesetzt. Dann setze ich die halt hier. Die Lager sneak ich mir weg hier. Und ich habe den Adler noch gar nicht gekriegt. Oh Mensch. Queen, sollt ihr doch den Adler holen. Vielleicht macht's der King jetzt. Komm, King. Ah, ich meine, der King macht ja wenigstens das Richtige, ne? Muss man ja auch so sehen. Okay, jetzt habe ich meine Queen fast verloren. Und der Adler ist immer noch da. Och nö. Das kann ja jetzt nicht sein, ey. Das gibt's ja eigentlich gar nicht, ne? Da kriege ich den Adler nicht. Oh, wie ärgerlich. Und ich habe auch gar keine Truppe. Mensch, wie kann denn so viel daneben gehen? Aber ist auch ziemlich viel Erdfeuer. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Donnerwetter, kriegen wir den noch? Ah, den kriegen wir auch nicht mehr. Okay. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen was hier. Meine Miner sind ja noch am Start. Okay. Die können ja noch heilen dort. Und die Karre kann ja auch noch ein bisschen was machen. Aber leider nicht den Adler. Mal sehen. Noch ist der Adler nicht auf meiner Flammenkarre. Ich könnte schon wieder durchdrehen. Aber ist nicht so schlimm. Das ist auch ein typischer Spruch von mir. Ne? Ist nicht so schlimm. Nein, alles ist nicht so schlimm. Alles ist nicht so schlimm, Leute. Es gibt immer Sachen, die schlimmer sind. So, ich würde sagen, wir machen den jetzt mal auf. Pass mal auf. Da kommt ja noch richtig was raus hier. Vielleicht kriegen die Miner da doch noch ein bisschen was an. Ne, das war es jetzt mit den Minern. Und die gehen ja nur noch auf Defenses hier. Und das war es mit der Zeit. Okay. Oh, naja, ja. Ja, okay. Das Elex. Wir brauchten Elex. Ja, wir brauchten in jedem Fall Elex. Auch nicht schlecht. Siehst du, kann ich nämlich schon nicht mehr nachmachen. Weil ich keine Kobolde habe und auch keine. Ah, doch, die habe ich noch. Okay. Kann ich doch nochmal nachmachen. Alles klar. Dann können wir nochmal auf den Thorsten springen. Mal sehen, wie es da heute aussieht. Und dann war es das eigentlich auch schon mit meiner freundlichen Erinnerung. Also der Toto ist der Letzte hier im Bunde. Mit dem habe ich allerdings so ziemlich alle Sachen hier rausgeholt, was rauszuholen ist. Habe auch die Masse dann gemacht. Und habe allerdings hier auch noch fünf Sachen stehen. Okay, die dunkle Rune. Soll ich die wirklich nehmen oder nicht? Ich glaube, ich nehme die nochmal, ne? Ich glaube, ich nehme die dunkle Rune einfach nochmal. Ist egal. Ich will da jetzt nicht 50 Gems für haben, obwohl das auch Blödsinn ist. Aber ich wollte dunkle eigentlich. Einen Tag haben wir ja noch Zeit, glaube ich, ne? Warte mal. Wir haben noch einen Tag 15, aber morgen. Ich kann morgen leider nicht. Das ist das Doofe. Und einen Tag 18. Das wird nicht funktionieren. Warte mal. Einen Tag 18 Stunden. Ein Tag 15. Ah, das könnte vielleicht doch funktionieren. Okay, könnte vielleicht doch funktionieren. Und die Schaufel brauche ich. Denn mir ist was aufgefallen. Den Supertrank hier könnte ich auch noch nehmen. Trainingstrank kann ich mir abholen. Bauarbeitertrank auch. Aha, okay. Naja, fast alles abgeholt. Vorteile haben wir gleich voll. Perfekt. Noch so ein bisschen Dunkles und dann sind wir hier auch ready.
Wie viele Mauern haben wir noch? Leute, 13 Mauern noch. Das ist in jedem Fall zu schaffen vom nächsten Update. Und ich hatte ja gesagt, es gab ja schon so ein bisschen was, oder es kam ja schon so ein bisschen was, nämlich die Änderung am Kasernensystem. Ich habe sie bis heute nicht verstanden. Wartet mal eben, ich muss mal eben. Ich habe auch nichts zu trinken hier. Ich habe es auch nicht verstanden, was die da eigentlich wollen. Änderung am Kasernensystem. Vielleicht müsst ihr mir da mal wieder ein bisschen bei helfen. Wir werden zusätzliche Kasernen und dunkle Kasernen entfernen und nur noch eins von beiden behalten. Das Gebäude auf dem höchsten Level wird beibehalten. Und falls alle Gebäude auf demselben Level sind und zur selben Zeit verbessert werden, wird das Gebäude mit der kürzesten verbleibenden Verbesserungsdauer behalten. Also wenn Kasernen wahrscheinlich gerade am Bauen sind. Alle Produktionsgebäude, Kaserne, dunkle Kaserne, Zauberfabrik, dunkle Zauberfabrik und Belagerungswerkstatt können nun weiterhin Einheiten ausbilden, wenn sie verbessert werden. Oh, das ist gut. Das ist gut. Perfekt. Das haben wir uns schon immer gewünscht. Anstatt komplett zu stoppen, werden sie mit 50% ihrer normalen Geschwindigkeit weiterarbeiten. Okay. Das ist der kleine Dämpfer. Also, aber immerhin, ja, du baust halt eine Kaserne aus oder was auch immer. Hier mit Thorsten kommt das nicht in Frage, aber obwohl bei Avatar auch nicht mehr, aber bei meinen ganzen vielen anderen Accounts, da kommt das noch zu tragen. Die Truppenausbildungszeit ist mit einer Kaserne oder einer dunklen Kaserne die gleiche wie mit 4 Kasernen oder 2 dunklen Kasernen. Okay, das heißt also, wenn ich dann eine Kaserne ausbaue, dann habe ich, gerade die Kasernen, ich hasse die Kasernen auszubauen, weil du dann halt immer hier oben in der Leiste drin stehen hast bei Truppen ausbilden, dass du ja gerade hier eine Kaserne machst und die Truppen dann eingeschränkt dort, eigentlich gar nicht produziert werden, sondern nur in 3 Kasernen produziert werden. Oder aber du kommst aus dem Rathauslevel, was weiß ich, 6, 7, 8, 9 nach oben, musst die Kasernen hochmachen und stellst dann fest, das Schlimmste, was es eigentlich geben kann, Rathaus Level 7 und deine Drachen brauchen einfach mal 20 Minuten zum Trainieren. Ja, deswegen Kasernen, ich prügel die immer so schnell wie möglich hoch nach den Armeelagern, damit ich diese Zeit auf jeden Fall nicht habe, beziehungsweise mir das erspart bleibt, so dass ich eigentlich immer meine Kasernen hoch habe, meine Armeelager hoch habe. Solltet ihr eigentlich auch machen, weil das hat mich schon immer so ein bisschen in diesem Spiel hier unheimlich gestört, wenn irgendwas im Aufbau war, dass dann irgendwas nicht richtig funktionierte, ne? Oder aber ganz fatal, Zauberfabrik, dunkle Zauberfabrik, erstmal rausholen, damit du die dunklen Zauber machen kannst, und wenn du sie verbesserst, hast keine dunklen Zauber und so. Ach, das war mir immer so ein bisschen Dorn im Auge. Aber freundliche Erinnerung an euch, holt euch den Pass ab, gebt ihn noch sinnvoll aus. Ich habe es irgendwie probiert. Ich habe diesen Monat, muss ich sagen, viel auch mit den anderen Accounts Pass gespielt. Mit viel meine ich tatsächlich, dass ich etliche doch über die 1200 bis 1500 Punkte gespielt habe. Im freien Pass natürlich. Und das ist für mich eigentlich überhaupt nicht üblich. Also ich habe schon wieder mehr Clash of Clans gespielt. Jetzt nicht, als ich wirklich wollte. Aber, krass. Alter, und das hier, und das in Titan 1, ne? Und das in Titan 1, Titan 1, nehmen wir mit. Was haben wir denn? Ah ja, das haben wir, okay. Das nehmen wir mal. Und der steht nach oben, perfekt. Ich weiß, ich kriege das ja sowieso nicht so richtig hin. Multi da, Adler da. Ich würde mir gerne den Adler holen oder eine Queen. Also gehen wir mal hier oben rein. So, eben mal einen Mean-Check machen hier. Und die Queen kann gar nicht so weit weglaufen, als dass hier es reinläuft, weil es gibt hier nur einen Weg. Es gibt hier nur rein. Das ist das Coole. Es gibt hier nur rein. Es gibt kein raus. Oder nicht über irgendeine Mauer springen. Aber heftig, warte mal. Ich mache die mal eben unsichtbar, damit ich nicht meinen Hunter da jetzt verbrauche, oder? Ist sie schon angeschossen? Ah ne, die ist woanders drauf gegangen. Alles klar, perfekt. Okay, Freunde, wir gehen hier mit dem King rein, der will ja auch da durch. Dann schicken wir den auch mal da durch.
Und die Queen ist jetzt schon am Adler, fast am Adler. Jawohl, jetzt ist am Adler, perfekt. Ach komm, wir machen hier noch eine. Ich weiß, ich habe jetzt natürlich ein paar Mauerbrecher über, die ich nicht wirklich brauche. So, gezündet. Meine Queen ist auch gezündet, glaube ich, ne? So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen mit Speed rein, würde ich sagen. Eine noch hier außen. Worden gezündet. Ich weiß, die Wardenzündung hat jetzt den Zeppelin nicht mit erwischt. Oh, ich habe noch einen Hund. Alter, ich habe noch einen Hund. Komm, 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 komm. Nicht alle jetzt da rein in die Grütze Pfütze. Ja. Ich wollte gerade sagen, das Meister haben wir ihm ja genommen. Nee, natürlich nicht. Wer ist denn da unten eigentlich? Nur da wird noch Magier geheilt. Okay, auch nicht schlecht. Ah, hier steht noch eine Luftabwehr. Naja. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was hier. 1, 2, 3, 4 da von dem Lager noch so ein bisschen. Ja, geht ja. Hier kann ich wirklich Luft. Aber ich üb's. Aber ich übe es. Aber ich üb's. Also ich bin, eigentlich bin ich da immer so ein bisschen scheu, wenn es darum geht, so Angriffsstrategien zu spielen, die ich so überhaupt nicht kann. Aber auch da, seid euch nicht zu schade, ich bin es mir auch nicht. Auch die Truppe, die ich jetzt eigentlich hier habe, die nehme ich so selten, die Inferno-Drachen. Deswegen ist das für mich manchmal auch selber eine Farce zu sehen, wie ich hier eigentlich spiele. Aber ihr seht oben, ich bin in Titan 1. Meint er, das ist jetzt schon ein bisschen hoch? Oder meint ihr, nee, geh ruhig höher, wenn das Rathaus denn abgedatet wird oder das Update kommt, wo man ja noch gar nicht weiß, ob das Rathaus auch abgedatet wird, dann möchte ich möglichst wieder mit meinen Schleichkobis oder überhaupt mit den normalen Kobolden hier durch die Gegend rennen. Also, nochmal freundliche Erinnerung, holt euch die Sachen ab. Und oder macht hier vielleicht die Events, ich spiele die ja nicht wirklich, das ist mir dann, obwohl manchmal macht man ja irgendwas auch per Zufall, ja, aber viele Sachen lasse ich einfach links liegen. Das ändert sich immer dann, wenn ich natürlich Sachen brauche, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt so einen, ich glaube den Bauarbeitertrank, ich könnte jetzt einen nehmen, könnte mir natürlich wieder schön einen reinspielen. Ihr seht selber, ich habe sogar nur einen von den Tränken weniger und aber alle anderen Sachen habe ich ganz gut voll. Ich habe noch keine Mauerringe, wollte ich mir nicht mehr holen. Ich habe keine dunkle Rune mehr, habe mir aber die Sachen auch noch nicht abgeholt hier. Da bin ich mir halt auch noch nicht ganz sicher, was ich eigentlich, obwohl ich eigentlich recht sicher bin. Wir machen das so. Ich nehme tatsächlich Elex. Mauerringe. Ah, oh, ich brauche aber die Schippe. Warte, ich brauche die Schippe. Ich kann euch auch kurz mal erklären, wofür ich die Schippe brauche. Ich habe nämlich, das sind ja kopierte Dörfer hier, die ich bekommen habe. Und dabei ist mir natürlich irgendwann mal aufgefallen, da fehlen ja ein paar Sachen. Klar, da fehlen hier die Sachen, die alle natürlich nicht mein Gegenüber in seinem Layout hat. Und deswegen muss ich aber, wenn ich das jetzt hier mal wieder implementieren will, schön auf einer Reihe, da muss ich ein paar Sachen umsetzen. Also ich habe schon mal wieder so ein bisschen nach doppelten Sachen geguckt, die ich so habe. Zum Beispiel den Ernie hier, den habe ich nochmal doppelt. Den brauche ich dann auch nur einmal in der Base und wollte eigentlich so ein bisschen alles ja, so an eine über eine Ecke räumen hier. Ich würde sagen, wir nehmen den hier, nehmen mal eine Schippe und setzen die mal ganz weit weg hier. Hier hinten, da ist der gut aufgehoben, jawohl. Und dann kann ich mir nämlich hier auch die Schippe wieder rausholen, beziehungsweise im Pass steckt ja auch noch eine Schippe. Ich kann noch eine zweite Schippe nehmen. Dann würde ich sagen, muss der Baum dran glauben. Toto nimmt Schippen. Ne? Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht in einer Videofolge, dass ich mal Schippen verbrauche hier. Oh, die geht daneben. Perfekt. Sehr schön. Dann kann ich mir die nämlich hier wegholen. Auch das finde ich sehr, sehr gut, dass man sich das so markieren kann. Da ist auch der, ich wollte gerade sagen, der Überlebenstrank. Nee, natürlich nicht der Überlebenstrank. Aber dann haben wir hier die Schaufel raus. Dann haben wir hier die Schaufel auch raus. Nee, Supertrank. Wo waren, oder war hier gar nicht die Schaufel? Doch, ne? Ah doch, da ist sie.
Siehste. Können wir noch weiter schaufeln? Also, dann haben wir hier in die Ecke schon mal frei. Ja, noch nicht ganz, da ist noch ein Glücksbaum. Da habe ich allerdings mehrere von Inner Base stehen. Man kann ja nicht genug Glück haben, ne? Oder meinte, da reicht einer. Seht ihr hier, die habe ich da auch immer noch in den Ecken. Ansonsten könnten wir den auch mal abbauen hier, den Glücksbaum. Bauen wir mal weg hier. Und den müssen wir auch eine Schippe für haben. Aber hier können wir natürlich jetzt mal rumbauen. Für unsere Statuen haben wir jetzt schon eine ganz schöne Ecke geschaffen. Das habe ich noch nie gemacht. Okay, muss ich mich auch immer wieder dran erinnern. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Ich muss euch leider wahrscheinlich heute schon ein schönes Wochenende wünschen. Falls ich doch noch eine Folge mache, dann wünsche ich euch das natürlich erst in der nächsten Folge. Aber schon mal vorab, ich bin morgen wirklich den ganzen Tag nicht hier und ich bin auch abends nicht da. Und ich wollte gerade sagen, ich habe gestern noch so schnippisch wieder gesagt, ich hole mir Corinna wieder ab, weil ich auf einer dienstlichen Veranstaltung bin. Ich hoffe nicht. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich hoffe, ich habe euch gut daran erinnert. Aber eigentlich macht es das Spiel immer selber. Also holt euch die Sachen ab. Bis dahin, euer Toto. Clasht.